Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem weiteren ganz kurzen Let's Talk. Deswegen ganz kurz, weil ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen will. Dies ist jetzt die vorletzte Folge von Edna bricht aus. Am Ende dieser Folge wird es zu einer weiteren Entscheidung kommen, der ihr, meine lieben Zuseher, mitbestimmen dürft, wie Edna bricht aus zu Ende gehen soll. Es hat nämlich ein mehr oder weniger offenes Ende, wo der Spieler dann entscheiden kann, ob das eine oder das andere passiert. Und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, werdet ihr das eine Ende sehen oder das andere. Jo. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier unten auch noch einmal ganz kurz dazu schreiben, was ich als nächstes spielen will, soll. Dazu verweise ich auch auf das letzte Let's Talk. Vielleicht stelle ich den Link noch einmal unten rein. Ja, ich weiß, bei dem anderen Let's Talk war es so, dass in der Diskussion unten verschiedene Spieler gemeint, verschiedene Zuschauer gemeint haben, ich solle Skyrim spielen. Nein, ich werde Skyrim nicht spielen. Ich habe ein paar Freunde, die mögen das Spiel ganz gern. Ich persönlich bin kein großer Fan von solchen Spielen. Und ich spiele auch nichts, was ich nicht gern spiele. Will ich an dieser Stelle nur noch mal sagen. Einer der Gründe, warum ich Skyrim nicht spielen mag, ist, es schaut einfach zu sehr nach Stress aus. Wir wollen es uns ganz ehrlich sagen. Ich mag keinen Stress in Spielen. Ich mag Spiele, die rundenbasiert laufen, wo ich Zeit habe zum Nachdenken. Das ist vielleicht manchmal etwas langweilig, aber bitte, so mag ich es halt. Und deswegen auch die Rollenspiele bzw. Adventures, die ich vorgeschlagen habe, sind nicht sehr actionlastig. Also es kann schon sein, dass mal Action passiert. Aber in diesen Spielen ist es so, dass wir immer auf Pause drücken können. Und diese Pause, und während dieser Pause können wir dann verschiedene Dinge vorbereiten, tun, machen. Also ja, die man sonst nicht machen könnte und das wäre dann zu unangenehm für mich. Jo, als letztes wollte ich noch mal ganz kurz sagen, die Matura ist bald, also die Reifeprüfung eigentlich, Matura heißt es ja nicht. Und ich wollte an dieser Stelle kurz den Achtklässlern, die heuer maturieren, sagen, ich bin froh, dass ich euch Schwammerl nicht mehr sehen muss. Andererseits möchte ich euch auch danken. Die letzten 2 bis 3 Jahre mit denjenigen, die dabei waren, waren meistens eigentlich recht witzig. Auch wenn sie manchmal unfreiwillig witzig waren, weil ihr viel Blödsinn gesagt habt. Oder ich. Ja, ich wünsche euch viel Glück noch. Das werdet ihr aber wahrscheinlich eh nicht brauchen. Das war jetzt ein Scherz. Gut, Herrschaften. Wie bereits gesagt, an dieser Stelle, es folgt noch die vorletzte Folge Edna bricht aus. Wir sind am Tag des Mordes an Alfons heißt er Alfons? Nein, Alfred, Entschuldigung. Am Tag des Mordes an Alfred Marcel. Und wir werden alles herausfinden. Oder auch nicht. Schaut es euch auf jeden Fall an. Die Folge ist auch eher kurz. Okay, bis dann. Ja, also jetzt viel Spaß bei Edna bricht aus. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Edna bricht aus. Die 25. Folge und wir sind wahrscheinlich kurz vor dem Ende des Spiels. Wir sind in der letzten Tempomorph-Szene und wir bewegen Harvey durch den unteren Stock des Hauses. Denn wir sind zurückgereist an den Tag, an dem Alfred Marcel stirbt. Und wir wollen herausfinden, was wirklich passiert ist. Nun ja,
Harvey soll unten suchen, und zwar nach Mattis, um ihn zu zu, wie sagt man? Wollen wir es mitnehmen? Nö, wieso nicht? Auch den Elch nicht. Schade. Das ist ein Elch. Gut, und zwar sollen wir jetzt Mattis suchen. Gut. Sprechen wir noch einmal mit Poki und dann machen wir das Spiel zu Ende. Ja, ihr seid jetzt so weit gekommen im Spiel. Darum seid ihr auch dem Lüften des Geheimnisses um Edna sehr nah auf der Spur. Ja, das haben wir uns Und fast gedacht. jeder, der denkt, dass Ednas Geschichte etwas mit dem Verschwinden dieses Elchkopfes oben links zu tun hat, der irrt. Tatsächlich finde ich, dass hier dieser Switch zu Harvey einer der wirklich stärksten Augenblicke im Spiel ist, weil Harvey halt das erste Mal tatsächlich sich besorgt zeigt um Edna. Wir treffen ihn hier an und er gesteht uns etwas ein, was er Edna gegenüber halt nie sagen würde. Und das lässt uns Harvey nochmal mehr ans Herz wachsen, wie ich immer hoffe. Also bei mir hat es geklappt. Ja, genau, weil wie wir runtergekommen sind, hat Harvey ja gesagt, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das letzte Mal war vor ein paar Tagen, dass ich was hochgeladen habe, hat er gemeint, dass er nicht so sicher ist, ob alles mit Mathis stimmt. Gut, können wir wieder raufgehen? Edna sagt, ich soll hier unten suchen. Na gut, dann suchen wir hier unten. Nachdem ich nichts mitnehmen kann, auch den Elch leider nicht, schade eigentlich, gehen wir mal da lang. Da ist nichts. Kann ich das mitnehmen? Nö. Also diese Szene, ich meine, da gibt es nichts zu sehen, oder? Dieser Screen kursiert in einer gefälschten Version übrigens durch das Internet. Und zwar haben irgendwelche findigen Forumsgänger einfach dreist behauptet, dass sie den Leopardenmodus gefunden haben, den geheimen Leopardenmodus, den Edna ja bekannterweise hat, auch übrigens diese Special Edition, übrigens noch mit ein paar weiteren Sicherheitsmechanismen. Deswegen gibt es halt auch diesen gefälschten Screenshot von einem Harvey Leoparden mit einem Leoparden-Interface, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich erzähle euch jetzt mal, wie man tatsächlich in den Leoparden-Modus kommt, weil so nach ein paar Jahren, mit ein paar Jahren Abstand, würde es sich, glaube ich, wirklich lohnen, dass man dieses Geheimnis mal im Moment mal kurz. Ich muss ans Handy offenbar. Hallo? Hallo? Oh, ist wichtig. Ich muss mal gerade. Tschüss. Okay. Leopardenmodus. Nein, hat mir noch nichts gesagt. Gut. Soll sein. Gut, also da drinnen gibt es nichts. Ja. Hier wird Alfred gekocht. Ja. Ja, Edna, komm her. Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Echt Ich jetzt? verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber. Was ist los? Ich verstehe Tja. kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und. Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ja, doch, das klingt absurd. Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Ja, wirklich, was geht hier vor? Nimm den Topf mit. Da war ein totes Kind drinnen, ne? Okay, gehen wir weiter. Ja. Das ist nicht Alfred, das ist irgendein anderes Kind. Gretel wahrscheinlich. Es wird hier im Ofen gebacken. Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mattis verheizt Kinder im Ofen. Okay. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch. Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Ja, das ist eine gute Langsam bist du Frage. derjenige, der mir Angst macht.
Wie kann ich mich denn so irren? Eine gute Frage. Auf jeden Fall ist der Ofen jetzt offen. Kann ich mit Edna sprechen? Kann ich Edna mitnehmen? Nein. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Ja. Also das ist gruselig. Mathis ist echt ein Monster. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, okay, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Ja. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, definitiv nicht. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Okay. Huch. Hilf mir! Ich fantasiere! Ja, definitiv. Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mathis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Mathis leidet definitiv an einer Art. Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit. Geistesverwirrung. Wo passen die zwei zusammen? Widerspenstig. Aber sind sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der. Wie nennen sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was ihrer Tochter fehlt. Nein. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie. Oh. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ja, ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja, und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Niemals. Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Natürlich nicht. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Genau. Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Nein. Na, Harvey, dir kann man doch gar nicht böse sein. Wie sollte man auch? Na warte! Er soll mich loslassen! Hey. Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Ich weiß nicht, wer von den beiden das größere Monster ist. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Also sie ist verrückt, aber er ist wirklich bösartig. Alfred, bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Du bist ein Stoffhase, er kann dir nicht wehtun. Schubs ihn! Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Okay, na gut. Oh. Tja, jetzt wissen wir wenigstens, was passiert ist damals.
Upsi. Oh, und wir sind wieder zurück. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Oh, und da ist Dr. Marcel. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Der einzig Nette in dem Ganzen war Martis und der ist gestorben. Echt jetzt? Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein ja. Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du ich endlich wieder. Ich finde es interessant, dass er das erst jetzt herausfindet. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Okay. Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei. Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß. Okay. Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Ja, eine gute Frage. Tja, Herrschaften, an dieser Stelle lasse ich die Entscheidung bei euch. Ich werde hier jetzt abbrechen und werde darauf warten, was ihr antwortet. Und je nachdem, ob ihr wollt, dass Dr. Marcel lebt oder stirbt, wir können ja auf Harvey hören oder auf den Doktor, haben wir dann ein anderes Ende. Also, wie schon gesagt, ich höre jetzt hier auf. Und ihr schreibt mir in die Kommentare runter, was ihr welches Ende ihr lieber sehen möchtet. Hören wir auf Dr. Marcel? Das heißt, händigen wir Harvey aus oder hören wir auf Harvey? Das heißt, schubsen wir Dr. Marcel. Ich werde keine Präferenzen hier verraten. Ich bin mir nicht sicher, welches von den beiden besser ist. Na gut. Wir sehen uns dann hoffentlich in ein paar Tagen wieder. Oder in einer Woche wieder circa. Bis ich halt ein paar Stimmen gekriegt habe. Andy, ich vertraue auf dich. Daniel, auf dich auch. und für alle anderen, naja, schauen wir mal. Also dann, Herrschaften, bis dann.